Die Wagner-Gruppe spielt derzeit vor allem bei den heftigen Kämpfen um Bachmut eine wichtige Rolle. Dabei muss die Söldnertruppe jedoch einen hohen Blutzoll entrichten. Deshalb startet Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin eine neue Rekrutierungsoffensive. In 42 Städten der Russischen Föderation wurden Rekrutierungszentren im Auftrag von Wagner eröffnet, erklärte der Geschäftsmann via Telegram. Neue Kämpfer kommen dort an, sie werden uns begleiten, um ihr Land und ihre Familie zu verteidigen. Prigoschin betonte, trotz des kolossalen Widerstands der ukrainischen Streitkräfte werden wir vorankommen. Die neue Rekrutierungswelle ist nötig, weil Wagner einerseits hohe Verluste beklagen muss. Laut ukrainischen Angaben sind mittlerweile 30.000 Wagner-Söldner gestorben, berichtet die Ukrainska Pravda. Jeder dritte Söldner sei tot. Unabhängig prüfen lassen sich diese Zahlen allerdings nicht. Andererseits kann Prigoschin keine Söldner mehr aus Gefängnissen rekrutieren.